Du kennst das doch sicher auch. Du nimmst Dinge persönlich, du regst dich über Dinge auf, die in deinem Leben passieren, Dinge, die eigentlich gar nichts mit dir zu tun haben. Fehler, Schicksalsschläge, du hast dir einen Plan gemacht und das Leben, bam, macht dir wieder einen Strich durch die Rechnung und du nimmst das Ganze persönlich. Ein schönes Zitat, was mir dabei immer in den Kopf kommt, ist von Marc Aurel, nämlich: Man soll dem Lauf der Dinge nicht zürnen, denn er kümmert sich um nichts. Oder wie Michael A. Singer gerne sagt: This moment has nothing to do with you. Dieser Moment hat absolut nichts mit dir zu tun. Denn überleg doch mal. Der Moment, der sich gerade vor uns entfaltet. Ja, der Moment, der sich gerade bei dir entfaltet. Schau dich mal um. Du schaust das vielleicht gerade auf dem Handy, am Computer, hörst das Ganze nur. Der entfaltet sich gerade, ob du es möchtest oder nicht. Die Leute drumherum machen ihr Ding, die Autos fahren, die Natur macht ihr Ding, die Welt dreht sich weiter. Und um ehrlich zu sein, der Welt, dem Universum, der Natur ist es recht egal, ob du den aktuellen Moment magst oder nicht. Denn er wird so oder so passieren. Genauso der Moment, der gerade hier ist. Die Bäume um uns herum, die Natur, das Flugzeug, was eben vorbeigeflogen ist, der Wind, der hier ist. All das kümmert sich recht wenig, was Marians und mein Plan ist. Dementsprechend ist es doch absurd zu sagen, oh, also das, was hier gerade in meinem Leben passiert, das mag ich jetzt aber nicht. Das nehme ich jetzt aber persönlich. Diesen einen Fehler, diesen Schicksalsschlag, dass da mir das Leben einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, das nehme ich persönlich. Merkst du, wie absurd das klingt? Ich meine, es gibt einen Grund, warum all die Dinge so passieren, wie sie gerade passieren. Es gibt einen Grund, warum du gerade hier bist. Wir können ja deine Vorfahren tausende, Millionen Jahre zurückverfolgen. Denn du und ich, wir leben auch nur, weil unsere Eltern sich kennengelernt haben und die haben sich durch einen bestimmten Zufall kennengelernt und deren Eltern haben sich durch einen Zufall kennengelernt und deren Eltern und deren Eltern und deren Eltern und deren Eltern. All das ist eine so lange Folge von Ereignissen, dass es absurd ist, sich darüber aufzuregen, wie welche Ereignisse sich gerade vor uns entfalten und was das Universum uns gerade vor die Füße legt. Wäre es nicht stattdessen viel besser, zu lernen, damit zu arbeiten? Und der erste Schritt ist, aufzuhören, Dinge persönlich zu nehmen. Mann, ganz ehrlich, das, was gerade um dich herum passiert, was gerade in deinem Leben passiert, was das Universum dir gerade vor die Füße wirft, was die Natur gerade macht, was andere Menschen gerade machen, was die Welt gerade macht, was in der Nation gerade passiert, in Europa passiert, was in der Politik passiert, in der Finanzwelt passiert. Weißt du, was es mit dir zu tun hat? Zero. Nichts. Nada. Das würde genauso passieren, ob du da bist oder nicht. Und das ist jetzt für die manchen, die sich gerne eine Opferrolle setzen: Oh mein Gott, bin ich so wertlos? Nein, darum geht es nicht. Im Gegenteil. Es bedeutet die absolute Freiheit. Denn du und ich, wir alle, haben so wenig Kontrolle auf die äußeren Umstände, dass es absurd ist, sich darüber aufzuregen, dass Dinge nicht so passieren, wie wir es gerne haben. Das Einzige, worüber wir Kontrolle haben, ist das, was in uns passiert. Wie wir Dinge interpretieren, wie wir darauf reagieren, wie wir damit umgehen. Aber warum ist da jetzt eine Sirene im Hintergrund? Ich könnte mich jetzt auch darüber aufregen. Mann, wir drehen hier ein Video, so eine Scheiße, jetzt hört man diese Sirene. Aber das machen die jetzt nur, um mich zu ärgern. Das machen die, um mich zu ärgern und meine Follower zu ärgern und Marian zu ärgern. Guck mal, Marian ist auch schon angepisst. Weißt du, alle Leute hier regen sich schon wieder auf, dass da hinten die Sirene ist. Nein, dieser Moment würde so oder so passieren. Ob wir hier sind, ob wir zu Hause wären, ob wir in, keine Ahnung, warum kommt mir Afghanistan in den Kopf, ob wir in Afghanistan wären, diese Sirene wird da hinten trotzdem läuten. Das heißt, das Ganze persönlich zu nehmen, bringt es nichts. Stattdessen frag dich, wie kann ich am besten damit umgehen? Es ist viel effektiver, nicht wahr? Und dadurch fängst du an, nicht ständig Widerstand gegen den Moment zu haben, sondern du fängst an, den Moment komplett in dich aufzunehmen. Sowohl die positiven Momente als auch die negativen Momente. Denn was entscheidet denn, dass ein Moment positiv ist oder negativ? Eine bestimmte Assoziation, die du in deinem Kopf hast. Irgendwann bist du einer Spinne begegnet und du hast gesagt: Spinnen mag ich nicht. Schrecklicher Moment. Du bist hingegen irgendwann einem Schmetterling begegnet, welcher auf deinem Arm gelandet ist und denkst: Ha, schöner Moment. Das heißt, diesen Imprint hast du jetzt gespeichert und jedes Mal, wenn die Realität dir eine Sache vor die Augen wirft, irgendetwas, was dich an eine Spinne erinnert, mag ich nicht. Wenn hingegen die Realität dir irgendwas vor die Augen wirft, was dich an einen Schmetterling erinnert, oh, mag ich. Du nimmst es also ständig persönlich und interpretierst es dementsprechend negativ oder positiv. Und dadurch verlierst du dir komplett die Kontrolle über das, was in dir vorgeht. Du gibst der Außenwelt alle Macht. Und das ist die Aufgabe deiner Eigenverantwortung. Das ist die Aufgabe der Steuerung deiner Gedanken oder deiner Emotionen. Du gibst das Ganze komplett auf in die Außenwelt. Und die Außenwelt kannst du nicht kontrollieren. Denn der Moment wird sich vor dir entfalten, ob du es willst oder nicht. Er wird so oder so da sein. Deine einzige Verantwortung ist es jetzt, damit so effektiv wie möglich umzugehen. Den Moment zu 100% aufzunehmen. Den Moment zu, wie sagen die Amis gerne,
embracen, ihn geradezu zu umarmen, in dich aufzunehmen und willkommen zu heißen. Die Stoiker sagen auch gerne Amor Fati, liebe dein Schicksal. Wünsche dir, dass das, was vor dir passiert, genau so passiert, als hätte... Nein, nochmal, andersrum. Denke, dass das, was vor dir passiert, genau das ist, was du dir gewünscht hast. Egal, ob es in Anführungszeichen schlecht ist oder in Anführungszeichen gut ist. Warum? Weil du erst dann wirklich anfangen kannst, mit dem Moment zu arbeiten. Weil du erst dann wirklich anfangen kannst, im Moment zu leben. Und die meisten Menschen leben nicht in ihrem Moment. Die meisten Menschen, denen passiert etwas im Leben und das Erste, was sie machen, ist, sie haben entweder Widerstand dagegen und sagen, oh, das will ich nicht und stoßen es weg. Oder sie sagen, oh, das gefällt mir und versuchen daran festzuhalten. Und dann klammern sie an diesem Moment, an diesem Ereignis, an dieser Erfahrung. Und beides ruiniert die Erfahrung. Denn das Wegstoßen, offensichtlich, du stößt den ganzen Scheiß von dir weg. Das heißt, du lässt die Realität nicht an dich ran. Und das hat langfristig brutal schlimme Folgen. Denn du entfernst dich von der Realität, je mehr du sie von dir wegstößt. Und was passiert, wenn du dich von der Realität entfernst? Du kannst nicht mehr mit dir arbeiten. Du lebst in einer Traumwelt. Du lebst irgendwo in den Wolken. Und was willst du in deinem Leben noch erreichen? Wie willst du dann glücklich werden? Geht nicht. Jedes Mal, wenn einer anfängt, dich aus den Wolken zu ziehen und deine ach so geliebten Glaubenssätze hinterfragt oder angreift, oh, du rastest komplett direkt aus. Das gleiche mit den positiven Momenten. Müsste man ja meinen, ja, wenn ich an den positiven Momenten festhalte, ah, das ist ja gut, dann behalte ich die ja. Nein, es kriegt ja noch mehr Leid. Weil dann kannst du nicht im Moment genießen, denn im Moment bist du schon am Denken, oh nein, was, wenn er vorbei ist? Was, wenn er vorbei ist? Was, wenn er vorbei ist? Oh mein Gott! Und damit machst du dein Leben zur Hölle. Konstant. Entweder du stößt die Realität weg oder du versuchst, an ihr festzuhalten und machst dir währenddessen Sorgen, dass die Realität gleich wieder weg ist. Erinnere dich daran, der Moment, der sich gerade vor dir entfaltet, hat nichts mit dir zu tun. Gar nichts. Der würde passieren, ob du da bist oder nicht. Jeder von euch, wenn du vielleicht schon mal in deinem Umfeld eine geliebte Person verloren hast, wenn ein Freund, ein Familienmitglied von dir gestorben ist, dann weißt du, wie schnell die Welt wieder zum Alltag übergeht. Dass die Welt, außer in deinem kleinen Umfeld, eigentlich gar nicht stillsteht. Diese Person, die dir so wichtig war, ist plötzlich weg. Und der Rest der Welt, der macht einfach weiter. Halt, die Momente entfalten sich trotzdem, die Momente machen trotzdem weiter, die Welt dreht sich trotzdem weiter, die Leute leben trotzdem ihr Leben weiter. Du hältst vielleicht für einen Zeitraum inne, die engsten Angehörigen der Person halten vielleicht für einen Zeitraum inne. Aber der Rest der Momente, der geht ganz normal weiter. Also hör auf, Momente persönlich zu nehmen. Hör auf, das Leben persönlich zu nehmen. Es entfaltet sich so oder so. Fang an, es zu genießen. Denn wenn du es genießt und zu 100% hineinlässt, also wirklich akzeptierst und dich dem Ganzen öffnest, dann hörst du auf, negative Dinge wegzustoßen und du hörst auf, zu versuchen, an positiven Dingen geradezu festzuklammern. Denn beides wird nicht funktionieren. Warum? Das einzig Permanente ist die Impermanenz, die Vergänglichkeit. Alles vergeht. Jeder gute Moment, jeder schlechte Moment, alles vergeht. Und je besser du mit diesen Momenten arbeitest, wo der erste Schritt immer ist, ihn zu akzeptieren und aufzunehmen. Je besser du mit ihnen arbeitest, desto geiler wird dein Leben. Desto besser fühlst du dich über dich selbst, desto besser fühlst du dich über dein Leben, desto besser fühlst du dich über die Welt, desto mehr kannst du in der Welt verändern. Wenn du dein Leben verändern willst, wenn du in der Welt irgendetwas reißen willst, irgendwas aufbauen möchtest, dann musst du zuerst die Realität so ins Auge schauen, wie sie gerade ist. Du kannst nicht etwas Großes aufbauen oder ein Leben aufbauen, was dir gefällt, in dem du glücklich bist, während du gleichzeitig die unangenehmen Sachen, in Anführungszeichen die unangenehmen Sachen, alle wegstößt und die in Anführungszeichen angenehmen Sachen versuchst, daran festzuhalten. Beides wird in einer Katastrophe enden. Vielleicht nicht jetzt, vielleicht nicht in einem Jahr, doch früher oder später wird es nicht gut gehen für dich. Also hör auf, den Moment persönlich zu nehmen, lass ihn rein. Erlebe alles, das, was das Leben dir vor die Füße wirft, denn erst dann kannst du anfangen, damit zu arbeiten. Das ist eine der grundlegendsten Dinge, die ich in meinem Coaching meinen Klienten beibringe. Das ist einer der Grundpfeiler. Sieh die Realität so, wie sie ist. Weigere dich nicht, die Realität anzunehmen. Versuche nicht, an der Realität anzuklammern, denn dadurch verengst du dich. Dadurch setzt du dich, deine Emotionen, deine Gedanken in ein Gefängnis. Denn was machst du? Du drückst die ganze Zeit gegen diese eine Realität, was Arbeitsspeicher hier oben verbraucht. Du versuchst die ganze Zeit an dieser anderen Realität festzuhalten, was Arbeitsspeicher hier oben verbraucht. Und du setzt bestimmte Anforderungen für dich. Okay, die Realität muss genau so aussehen, dass sie in diese Box hier passt, damit ich mich gut fühle. Nur wie häufig stimmt die Realität wirklich mit dieser kleinen Box überein, die du für dich aufgebaut hast? Wie häufig ist in deinem Leben wirklich alles so, wie du es haben möchtest? Dass wirklich jeder Parameter genau dem entspricht, was du dir vorgenommen hast? Nie? Absolut nie.
Was dann auch wiederum heißt, dass du absolut nie wirklich gelassen sein kannst, absolut nie wirklich glücklich sein kannst, absolut nie wirklich entspannt sein kannst, weil du diese absurden Anforderungen an die Welt hast. Du sagst, ja, so muss es aussehen. Genau so, genau diese Box hier, die ich jetzt mache, genau so muss meine Realität aussehen und dann bin ich auch happy. Wird nicht passieren. Der Moment wird sich entfalten und er wird einmal schön über deine Box gehen. Denn, um ehrlich zu sein, der Moment gibt einen Fick über die Box, die du dir aufgebaut hast, bei der du sagst, ah, wenn das genau passiert, dann fühle ich mich wohl. Nimm die Realität nicht persönlich, nimm den Moment nicht persönlich, denn er wird so oder so passieren. Lerne stattdessen damit zu arbeiten, ihn anzunehmen und die Realität ins Auge zu schauen. Und wenn du wissen willst, wie genau das geht, dann komm in eine kostenlose Coaching-Session, denn ich möchte dich für eine Stunde lang kostenlos coachen, dass wir dich mal aus deinem mentalen und emotionalen Gefängnis rausholen, dass du nicht ständig Widerstand gegenüber der Realität hast oder versuchst, dich an bestimmten Dingen festzuklammern, sondern dass du lernst, mit jedem Moment zu arbeiten, egal ob er in Anführungszeichen schlecht ist oder in Anführungszeichen gut ist. Denn nur dann bist du wirklich emotional und gedanklich frei. Überleg doch mal, egal was das Leben vor dich wirft, wenn du wüsstest, hey, ich komme damit klar, wenn du wüsstest, hey, nice, ich liebe es, dass das gerade passiert, denn da kann ich dran wachsen, da bin ich glücklich. Das ist eine neue Erfahrung, die das Leben mir bringt. Denn nichts anderes ist es, es ist eine Erfahrung. Du selber kannst dann entscheiden, ob sie gut ist, ob sie schlecht ist und wie du damit umgehst und ob du daran wächst oder ob du daran kaputt gehst. Und ich möchte dir zeigen, wie du an allen Erfahrungen wächst. Ich möchte dir zeigen, wie du emotional und mental frei bist. Ich möchte dir zeigen, wie du genau die Persönlichkeit auslebst, die du eigentlich sein willst. Und der erste Schritt dazu ist, der Realität ins Auge zu schauen. Komm dazu ins kostenlose Coaching. Das ist ein 60-minütiges, einstündiges Coaching, wo ich dich für eine Stunde kostenlos coache. Du kannst entweder hier, wenn du auf YouTube bist, auf die YouTube-Card klicken oder auf alexanderwahler.com/coaching gehen. Du trägst dich ein, suchst einen Termin aus. Mein Team wird sich dann kurz bei dir melden, um in 10, 15 Minuten, das ist ein kurzes Gespräch, deine Ziele festzulegen, zu schauen, ob ich dir helfen kann, zu schauen, ob du das Coaching passt. Und wenn ja, dann machen wir eine einstündige Coaching-Session aus, wo ich dich coache. Und am Ende des Coachings, wenn ich merke, hey, du bist ein Macher, Leute wie dich will ich im Coaching haben, dann lade ich dich womöglich noch in meine exklusive langfristige Coaching-Gruppe ein, wo ich aber nur Leute auf Einladung reinhole. Deshalb mache ich ja auch diese kostenlose Coaching-Session, um zu schauen, passt du in die Gruppe? Denn wenn ja, wird sich dein Leben nicht nur nach dieser einen Session, sondern langfristig durch das Coaching so brutal verändern, du kannst es dir noch gar nicht vorstellen. Schau dir dazu einfach mal die Testimonials auf der Seite an, also die Erfahrungen von den Coachings. Geh einfach auf alexanderwahler.com/coaching, schau dir die Erfahrungsberichte an und es wird dich umhauen. Was die Leute aus ihrem Leben machen durch das Coaching, wie sie sich verändern, in was für einer kurzen Zeit, wie radikal die Veränderungen sind, wie radikal positiv und was Leute darüber sagen. Teilweise sagen sie wirklich, hey, es war die beste Entscheidung ihres Lebens, ins Coaching zu kommen. Es rührt mich fast zu Tränen, wirklich. Es ist faszinierend, das zu sehen. Und es ist keine Raketenwissenschaft, wenn du einmal weißt, wie es geht. Und genau das will ich dir zeigen. Dass du nicht mehr im Widerstand mit der Realität lebst, sondern dass du die Realität liebst, egal wie sie sich vor dir entfaltet. Denn dann bist du emotional frei, dann bist du mental frei, dann bist du frei, deine Persönlichkeit so auszudrücken, wie du es möchtest. Und erst dann hast du die Möglichkeit, ein Leben aufzubauen, was dir gefällt. Geh auf alexanderwahler.com/coaching oder wenn du auf YouTube bist, klick auf die YouTube-Card hier oben. Und ich würde sagen, let's do this. Ich freue mich auf dich.